Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Wir müssen die Statthalter-Arbeitsstube finden. Habe ich was gedrückt? Nein! Meine Tastatur... Ach, wow! Oh nein! Ich hatte die Finger falsch! Ja, oh, ist das dumm. Ich dachte, ich laufe. Dabei habe ich E gedrückt. Geh weg, du Rüpel! Ach, Kinder sind eine Plage. Kaum hast du eine Straftat begangen, sind sie immer im Weg. Okay, also wir müssen die Arbeitsstube des Statthalters finden. Irgendwie unauffällig in dieses Gebäude kommen. Bevor wir dabei gehen, sollten wir vielleicht einmal die Wachen abhängen. Und gegebenenfalls, wenn wir ein Plakat finden sollten, das Fahndungslevel senken. Ja, wir gehen hier einmal hoch. Hier wieder runter. So. Kannst du aufstehen? Die Sonne lacht. Aufstehen, Basim. Jetzt ist keine Zeit für ein Nickerchen. Aua. Au, ich komme hier nicht weg. Ich komme hier nicht weg. Ich hänge hier fest. Ja, das geht schon mal gut los. Okay, ein Plakat, ein Plakat. Wir müssen nur irgendwo hier ein Plakat haben. Hier sind ganz schön viele Wachen in dem Bezirk, ne? Könnte daran liegen, dass ich schon wieder beim Statthalter bin. Mich fleucht, ich bin im Kreis gelaufen. Geh mal hier rein. Skill. Basim, du bist der Beste. Wenn nicht du, wer dann? Okay, da das mit dem Balken nicht funktioniert hat. Ach, komm schon. So. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit gewonnen. Ich komme da nicht hoch. Ich würde gerne... Basim, mach mich nicht schwach. Gehen wir halt hier lang. Oh Gott! Nein, Basim, runter! Es wäre cool gewesen, du hättest dich festgehalten. Oh mein Gott, was für ein Chaos. Und das direkt zu Beginn der Runde. Ja, viel Spaß dabei. So. Das hast du gut gemacht. Endlich mal. Boah. So viel Stress und das direkt zu Beginn der Runde. Nur wegen einem kleinen Malheur. Weil wir minimal die Finger zu weit rechts hatten. Also auf der Tastatur. Ja, okay, lassen wir das Fahndungslevel erstmal Fahndungslevel sein. Wir gucken erstmal, wie wir reinkommen. So. Was mich wundert ist, hier sind viele Leute, die mich erkennen, aber ich sehe einfach kein Plakat. Ich weiß nicht, wo die ihre Informationen hernehmen. So, wir konnten hier mit Enkidu nicht schauen, ne? Zeige mir alles. Okay. Enkidu, es tut mir leid, ich habe dich in Gefahr gebracht. Wegen dem da oben wahrscheinlich. Da könnte man vielleicht hochgehen. Hier haben wir auch keine Wachen. So. Okay, das haben die von drüben gesehen. So, der Bogenschütze ist der einzige hier, ne? Mehr oder weniger. Der Himmel ist wieder sicher, Sadiki.
Ich habe kurzzeitig gedacht, der fällt da runter. Okay, die nehmen wir auch noch weg. Er guckt sogar rüber. So. Das hätten wir schon mal erledigt. Jetzt müssten wir eigentlich auch in Kido rufen können. Direkt unter uns ist eine wunderschöne Kiste. Hier haben wir noch ein paar Wachen. Munadi, da ist schon der Markt. Okay. Drei Kisten haben wir hier. Aber das hier sieht aus wie so eine Hilfsmittelkiste. Nee, das hier? Ah, wir prüfen das. Okay, wir haben ja auch nicht allzu viele Wachen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob wir von hier oben nach unten rein können. Guck mal, das ist, hier ist geschlossen auf jeden Fall. Hier ist die Kiste drin, also da müssen wir reinkommen. Aber ob wir von dort nach unten kommen. Das ist nur eine Rüstung. Okay. Wir arbeiten uns einfach nach unten. Wir haben hier hinten... Das dürfte der nicht sehen, aber der da hinten würde es vielleicht sehen. Allerdings könnten wir den Großen damit wegnehmen, ne? Eine Ablenkung. Warte mal, wir gehen da hinten runter. Wir haben ja hier dieses, diese Überdachung. Cool. Direkt in diesen Holzpfosten geworfen. Die haben eine Warnglocke. Oh nein. Okay, die wissen zumindest nicht genau, wo ich bin. Er hat sich erledigt. Ich komme hier nicht raus. Ich komme hier nicht raus. Okay. Wollen wir es nochmal versuchen, die ein bisschen abzuhängen und sneaky vorzugehen? Das hat ja immerhin mal besser funktioniert, ne? Wir müssen die ja nur einmal loswerden. So. Oh. Ah, ich kann hier nicht richtig gucken. Boah, die sind alle hier vorne. Okay, die hätten eh reingeguckt. Verdammt. Okay, ich bin jetzt echt davon ausgegangen, wenn wir in diesem kleinen Kabuff drinne sind, dass wir da... Also, was heißt, ich bin davon ausgegangen? Ich habe gehofft, es guckt keiner rein. Verbesserungsplan, Montur der Verborgenen. Also wir haben auf jeden Fall die Kiste hier oben. Kann ich da nicht mehr rein? Doch. Es hat auch keiner von denen Schlüssel, ne? Doch hier ist ein Schlüssel 30 Meter entfernt. Das wird eine Etage tiefer sein. Okay.
Ich hatte jetzt kurzzeitig Angst, dass der Große reinguckt. Okay. Sind die jetzt alle hier oben? Sprich, wir haben keinen mehr weiter unten? Die nächst tiefere Etage, die sind alle hochgekommen, ne? Wir nehmen mal den Weg. War sie ihm jetzt? Es wäre so viel leichter, wenn er einfach das tun würde, was ich drücke. Ohne Ausnahme. So, wir haben da hinten haben wir noch ein paar Wachen. Die werden uns wahrscheinlich sehen, wenn wir da lang gehen. Aber hier wäre der reguläre Weg nach oben gewesen, ne? Kommen hier aber nicht rein. Die können wir auch nicht öffnen. Verdammt. Ich bin nicht weit genug weg. Falsche Seite. Schon C. Gott. Oh. Wir werden bereit sein, egal wofür. Alter, der Junge macht mich fertig. Der macht mich nervig. Ich gehe hier noch zugrunde. So, hier kann man ein bisschen was stibitzen. Eine Feder, Flamingo. Oh. Verbrecher gesucht. Wegen wiederholter Störung der öffentlichen Ordnung, Diebstahls und vermutlich auch Mordes und Aufwiegelung. Der Verdächtige ist etwas größer als der Durchschnitt, mit dunklen Augen und Haaren. Ihm fehlt ein Teil des vierten Fingers der linken Hand. Seid gewarnt, dass er bewaffnet und sehr gefährlich ist. Solltet ihr ihn sehen, meldet ihn dem nächsten Angehörigen der Schurta und lasst äußerste Vorsicht walten. Krass, da fehlt ein Typen da, ein Teil des vierten Fingers an der linken Hand. Wer könnte das nur sein? Ist der da gerade gespawnt? Der ist da gerade gespawnt, ne? Der war eben noch nicht da. Okay, leg dich mal hin, wir nehmen dich mal mit. Hallo? Komm, Freund. Fertig mit der stillen Ecke. Geh hier entlang. Mach's dir auf dem Stuhl bequem. Okay, okay. Sehe ich ein, war mein Fehler. Wenn wir uns jetzt hier vielleicht einmal vorsichtig drehen. Ah, oh, das ist schon viel besser, oder? Es sieht definitiv, es sieht total bequem aus. Ich wünschte, ich könnte so schlafen. Okay, die Tür ist verschlossen, da müssen wir rein. Müssen wir erstmal den Schlüssel finden, ne? Hey du! Gleich verstummst du! Okay. Ach mei, wir haben doch, ja klar, die Leichen verschwinden ja jetzt. Die werden ja gevanished. Ach, das habe ich so vergessen. Da können wir noch lauschen. So wie der Verrückte, dem ein Teil des vierten Fingers an der linken Hand fehlt. Ich frage mich, wie das passiert ist, dass ihm ein Teil des linken Fingers fehlte. Ist nun ein Artefakt, ein Rätsel. Hier können wir nicht lang.
Okay, da unten können wir lauschen, kommen wir aber nicht hin. Oh, Kerker? Hilf mir. Ich ertrage das nicht länger. Ja, die Stadtverwaltung, ne? Eine Warnung für die Augen von Mohammed ibn Tahir. Ich weiß aus einer glaubwürdigen Quelle, dass der wahnsinnige Ali ibn Muhammad vorhat, den Palast zu stürmen. Er hält mich für einen Verbündeten, doch sein Kampf ist aussichtslos und wird es immer sein. Denn es liegt in der Natur aller, die dienen, untertänig zu sein. Er ist entschlossen, seinen Pöbel in den Untergang zu führen und den Rest von uns in die Katastrophe. Also, ein kleiner Aufstand, ja? Man ist hier ein bisschen voreingenommen. Nicht voreingenommen, vorinformiert. Oh, hier. Wir holen uns mal hier ein paar Leute raus. Sollen die doch für uns kämpfen. Bisschen Chaos stiften. Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Ah! Ich bin rausgetappt. Nein. Aber wieso? Ich habe doch nichts gedrückt. Mei, oh mei. Ja, weg mit dir. Boah, Herrgott, nur eins. Das hier ist der Stadtverwalter. Flamingo-Fil. Achso, ja klar, wir müssen das Arbeitszimmer noch finden, ne? Vermerk für die Schurta. An alle Mitarbeiter der Schurta. Meidet den dritten Stock, sofern die Ausübung eurer Pflichten nicht zwingend erfordert, dass ihr ihn betretet. Statthalter Ibn Tahir ist mit heiklen Staatsangelegenheiten beschäftigt und sollte nur im äußersten Notfall gestört werden. Ah, im dritten Stock ist der Gute. Und wen haben wir jetzt hier gerade zermetzelt? So. Au. Was? Da werden wir aber ein bisschen fickerig jetzt, ne? So. Einsammeln. Hier ist nur tragen. Rüstung. Das sieht doch aus wie ein Arbeitszimmer. Aber im dritten Stock. In welchem Stock bin ich denn jetzt? Oh Gott! Wo kommt der denn her? Oh, hab ich mich erschrocken. Nein. Das war jetzt aber höchste Eisenbahn, ne? Nur für die Augen des Statthalters. Noch immer klammern sich einige an die Ansprüche des Abu Abdallah. Es sind nicht viele, aber sie sind laut und fest entschlossen, jede Stimme der Vernunft zum Schweigen zu bringen. Es scheint, als würde jedes Mal, wenn die Rufe abebben, achso, und der Staub sich legt, eine unsichtbare Hand durch den Schlamm wühlen und einen neuen Aufruhr heraufbeschwören. Wessen Hand dies ist, vermag ich nicht zu sagen, doch ich werde ihr Einhalt gebieten und diesem Chaos ein Ende setzen. Okay, aber wer hat das geschrieben? Ist nur für die Augen des Statthalters bestimmt? So, wir müssen erstmal herausfinden, in welcher Etage sind wir denn eigentlich. Das sind aber auch riesige Räume, ne? Ich glaube, ich bin im Erdgeschoss. Vielleicht da, wo die Kiste war? Das könnte natürlich sein, dass da, wo wir die große Kiste geholt haben, auch die dritte Etage... Ich bin... wow. Ach, hier bin ich. Ja, gut.
Das habe ich natürlich gleich gewusst. Ich habe es jetzt nur nicht versucht zu überspielen. Also ich habe versucht es zu überspielen, dass ich es wusste. So, erste, zweite. Dann ist die dritte Etage ja wirklich... Hä? Wie dem auch sei. Oh, haben wir hier... Eine Truhe. Mit Leder, Bauteilen und Stahlbarren. Ah, Muhammad ibn Tahirs Wirkungsstätte. So, hier wirkt er also von Städten. Erstmal die Tür aufmachen. Wir wissen ja nicht, was passiert. So, die haben wir entriegelt. Hier haben wir noch ein Buch. Ozean, Wüste, Kobra, Taube. Tobe wie das Meer, ich versüße deinen Sturm. Brenne wie die Wüste, ich bade in dir Glut. Beiß zu wie die Kobra, doch in mein Herz fest. Steig auf wie die Taube, dann komm in mein Nest. Wohin du auch gehst, so folge ich dir. Wo immer du ruhst, dort ruhe mit mir. Er scheint ein Bewunderer der Dichterin Arib zu sein. Ja, es sind irgendwie viele böse Männer Bewunderer der Dichterin Arib. Hier können wir nochmal untersuchen. Brief der Taherian. Werter Vetter, deiner Bitte entsprechend wurden alle Vereinbarungen mit Alamut aufgehoben. Unser Schutzversprechen wurde widerrufen und unsere Zufluchtsangebot zurückgenommen. Abdallah ibn Tahir. Die Taherian stimmten auf Bitte des Statthalters zu, Alamut ihren Schutz zu entziehen. Die Verborgenen wurden hintergangen. Skurril. Aber von wem? Hab ich hier noch was übersehen? Durchsuche die Arbeitsstube. So, hier ist seine Wirkungsstätte. Irgendwie dachte ich mir, dass der Tisch dazu gehört. Der Statthalter behält die Aufständischen im Auge. Und die Verborgenen. Das heißt ja, unter uns ist ein Verräter. Aber wer? Ah ne, das ist eine Kiste. Wer könnte uns verraten? Wem misstrauen wir am meisten? Ich finde Fulat eigentlich ehrlich ein bisschen skurril. Er hat eine komische Art an sich. Aber glaube ich nicht. Roshan. Von der haben wir noch nicht viel mitgekriegt, ne? Aber das denke ich auch nicht. Verzicht des Abu Abdallah. Mit schwerem Herzen verkündige ich Abu Abdallah, dass ich dem amtierenden Kalifen die Treue schwöre und zu seinen Lebzeiten keinen Anspruch auf den Thron erheben werde. Unterzeichnet am 11. Schawal. Mich fleucht, wir wurden ertappt. Sag deinen Meistern, dass ich Kopien anfertigen ließ. Zerreiß das Papier, töte mich. Die Abmachung steht. Meine Meister? Die maskierte Verschwörung, der Orden von... Auch egal. Dienst du ihnen nicht? Dienst du ihnen denn nicht? Ich diene dem Kalifat. Ich diene Allah. Und ich tue es, ohne mein Gesicht zu verstecken. Wenn du mich jetzt entschuldigst. Warum gabst du Wasif at-Turki Befehle? Einem Mitglied des Ordens. Der Hitzkopf schürte das Feuer von 1000 Aufständen. Allah sei Dank ersparte mir jemand den Aufwand, ihn zu beseitigen. Ein Verborgener, wie ich hörte. Naja. Bist du es, dem ich danken sollte? Nicht der Rede wert. Ich habe deine Briefe gelesen. Du zwangst deine Vettern dazu, Alamut ihren Schutz zu entziehen. Du hast uns an unsere Feinde verkauft. Und Bagdad den Frieden gesichert.
Die Quittung hast du dir bereits genommen. Abu Abdullahs Treueschwur? Was hat er mit irgendwas davon zu tun? Sein Ehrgeiz hätte das Kalifat zerrissen. Ich bot dem Orden Alamut an und sie versicherten mir, uns nicht länger zu bedrohen. Du lässt einen Wolf los, um einen Fuchs zu fangen? Der Orden wird Bagdad in Brand setzen, Statthalter! Die Nachwelt wird dich dafür verurteilen! Die Nachwelt kann mich dafür hängen! Ich verlasse diese Welt in dem Wissen, dass Kompromisse Mut erfordern. Und auch Feigheit! Wie alt bist du? 20? Ich war etwa in deinem Alter, als ich in diese Stadt kam. Rechtschaffen durch und durch. Was geschah dann? Ich wurde erwachsen. Wenn du Alamut wirklich retten willst, wende diese Klinge gegen deine Feinde. Gib mir einen Namen. Mit wem hast du diesen Handel geschlossen? Ich könnte, aber wenn du versagst, sterbe ich. Und das möchte ich vermeiden. Ich habe nun zu tun, nichts für ungut. Wache! So ein Arsch, ey. Irgendwie. Und so endet der Tag doch, damit er sich vor der Schorte fährt. Hey, Statthalter! Ich hatte mir schon gedacht, dass wir dem nicht trauen können. Ach, ist das herrlich. Wir haben volles Fahndungslevel. Wieso sind hier so viele Gegner? Du musst unerkannt sein. Ja, ich kann aber nichts machen. Ich komme hier wieder nicht weg. Was? Penner. Was, ich hasse dich. Ich hasse dich dafür, dass du nicht einmal machen kannst, was ich dir sage. Nicht einmal. Ach, echt? Woran das wohl liegt? An eurer Gastfreundschaft bestimmt nicht. Die hätte mich ermutigt zu bleiben. So. Oh. Ordensmitglied oder nicht? Statthalter Muhammad ist kein Freund der Verborgenen. Och, bitte. Was seid ihr denn so? Ich war immer auf eurer Seite, Jungs. Haben wir nicht zusammen für Recht und Ordnung in dieser Stadt gesorgt? Haben wir nicht alles Übel von uns abgewandt? Oh, mehr. Irgendwie habe ich das Gefühl, ihr habt keine Ahnung, was ich für euch und euresgleichen getan habe. Die Musik ist geil, ne? Ja, diese Spannungsmusik, die finde ich irgendwie cool. Okay, ich würde denn jetzt einen Seilzug bevorzugen. Haben wir irgendwas in dergleichen hier in der Nähe? Oder schon mal ein Plakat auf dem Weg? Eins, das selbst ich wahrnehme. Ah. Wenn du einmal gehittet wurdest, ne, dann bist du gestunt. Also du kannst dann nicht sagen, dass du dann noch ausweichst für den zweiten Schlag. Den musst du auch noch einstecken. Oder es ist halt, Basim. Also, ganz festlegen möchte ich mich da nicht. Hier möchte ich keine Pferde stehlen. Man sagt, es lebten Hunderte im Harem, fernab von den Blicken der Männer. Dieser Ort könnte noch geheimer sein als Alamut. Wir müssen erstmal ein bisschen Straftaten runterregeln, mein Freund. Vorher können wir hier gar nichts machen. Ich kriege noch Paranoia, wenn ich die ganze Zeit über meine Schulter gucken muss. Schlecht getroffen. Ja, total hässlich das Bild. Sah aus wie ein Penner. So. Wir hätten jetzt natürlich auch den Munar hier nehmen können, ne? Aber das ist jetzt zu teuer. Für ein Fahndungslevel, das lohnt nicht. So, nahen Fall anzeigen.
Fuchs und der Jäger. Das heißt, als nächstes müssen wir Arib finden. Und direkt nachdem wir nochmal ein Poster von uns gefunden haben. So. Mir fällt ein, wir haben schon sehr lange nicht mehr geborgen. Ne? Wir haben schon sehr lange keine Almosen mehr eingesteckt. Spendengelder gesammelt. Wir sind ja prinzipiell auch eine religiöse Vereinigung, ne? Der Orden. Okay. Nein. Halt doch mein Sabbel. Wo ist das Plakat? Woher hast du mich gesehen? Wo hat er mich entdeckt? Wo hat er seine Informationen her? Ja, das macht mal. Ich glaube, es ist doch hier in der Richtung. Wenn da hinten auch noch mal eine Frau schreit. Aber ich mit meinem Adleraugen wie ein Maulwurf finde das Plakat nie. So. Oh, Vorsicht, Freunde. Ja, ja, euer Held ist hier. Das habe ich aus Versehen gemacht. Ach, scheiße. Mann, wir haben nur gerade... Ich habe doch eben gerade erst ein Plakat wieder abgerissen, ja. Ach, ist das ärgerlich. Jetzt habe ich aus Versehen Kollateralschaden geschlagen. Da. Hier haben wir nochmal ein Poster. Ich muss die loswerden. So, jetzt kann... keine falsche Taste drücken. Vor allem die Wachen, wo die mich immer angeschwemmt... Was? Woher... Das ist so unfassbar. Ich wollte nur kurz sagen, die haben eine Kiste gehabt, ja? Du hast unbeteiligte Zivilbevölkerung geschlagen, das sage ich dem Kalifen. Herr Kalif, Herr Kalif, ich weiß was. Hm, ich weiß aber nicht mehr lange was. So. Kleine Runde. Oh, hier ist ein Dach drüber. Hier ist ein Dach drüber. Basim. Ich bin 14! Ich habe nur starken Bartwuchs. So. Ah, ja. Quasi mein guter alter Freund. Schaffe ich! So. Oh. Ah, können wir nichts rausnehmen. Kein Mann darf den Harem betreten, sofern er kein Eunuch oder der Kalif persönlich ist. Ah, noch. Wird das also spannend. Ja, denn noch haben wir unsere Kronjuwelen. Diener und Hochstapler. Finde einen Weg in den Harem. Das gehört jetzt auch dazu, ne? Zu der Mission, die wir... Finde einen Weg in den Harem. Das ist das. Das gehört jetzt hier alles zu Kopf der Schlange, ne? Ja. Die beiden haben wir auch noch nicht.
Okay. So, den Harem haben wir gleich hier vorne. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge schauen wir mal, wie wir da reinkommen. Und in der nächsten Folge, wir nehmen uns vielleicht ein bisschen Zeit mit, denn wir machen das mal wieder sneaky. Wir lassen die Leichen vanischen. Und nach Möglichkeit werden wir gar nicht entdeckt. Höchstens, sagen wir 28 Mal. Öfter nicht. Also nicht einmal mehr. Vielleicht einmal mehr, aber dann ist auch wirklich vorbei, ne? So, ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Habt einen schönen Tag. Bis dahin, mach's gut. Ciao.